Also Beate, ich glaube, wir haben noch mal Glück, wenn du hier freirubbelst. Nee, das du warst unser Glücksschwein. Ja, ich weiß, verdammt, dass ich ein Glücksschwein bin. Ja, ich habe es. Hallo. Hi. Wir reden noch, ne? Kannst du was kaufen? Okay? Brauchst du nicht voll labern. Ja, ich hab gerade weiße Knie. Kevin, können wir unter vier Augen reden oder hier? Ich mach's auch hier, wenn du willst. Okay. Weißt du, was du bist? Ja, rede. Was bist du? Was bist du in deinen Augen? Ich? Ich bin verliebt. Mhm. Und bist du nicht in deinen Augen auch ein... Das ist das Letzte, was du mit mir machst? Du bist ein Verräter, bist du. Okay? Du bist kein Freund. Hast du verstanden? Okay. Und dass du dich überhaupt noch hertraust. Das ist okay. Bin gekommen. Also geh da kaufen. Mit mir kannst du nicht sprechen. Okay. Hast du verstanden? Ich will mich entschuldigen dafür, dass es dir so geht. Dass du so hasserfüllt gerade bist. Das will ich nicht. Wir sind Freunde. Wir sind doch Freunde. Wir sind Freunde, oder nicht? Kann das jetzt jeder hier bestätigen, dass wir Freunde sind? Also, ich will dich nicht verlieren als Freund. Ich will einfach nur, dass du mir verzeihst. Und es tut mir leid, dass sie jetzt bei mir ist. Es tut mir leid. Aber gegen diese Liebe können wir nichts. Versteht ihr, was ich meine? Das hat einfach... Das sollte funktionieren. Okay? Und wenn mir das hier nicht gönnt, ich kann nur sagen, tut mir leid. Weißt du? Dafür bin ich gekommen. Ist doch jetzt alles cool. Ja. Lass uns doch einfach ein Bier trinken jetzt. Und das ist alles cool. Das ist alles vergessen. Wenn du es in deiner Welt so siehst, hast du es gesagt. Deine Entschuldigung nehme ich nicht an. Okay? Hast du verstanden? Und jetzt sage ich dir noch was. Du hast Hausverbot. Und ich mache das noch ziemlich human. Und ich glaube, es ist sehr deutlich, wenn ich dir sage, nimm deine Stella und geht aus meiner WG. Verpisst euch, sucht euch was Neues und fertig. Und wenn du jetzt bei drei nicht raus bist, dann rufe ich die Polizei. Für dich gibt's hier nämlich kein Happy End. Hast du verstanden? Ich kann mich entschuldigen. Ich wollte nur meinen Standpunkt erklären. Und in der WG treffen wir uns doch sowieso. Und jetzt willst du ausziehen? Tschüss. Hast du alles da? Ja. Ja, gut. Ich hab schon geredet. Perfekt. Danke, ne? Jo, danke euch. Ja, gerne. Jo. Danke schön. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Du, Kevin, was war das eigentlich vorher mit Diego? Was sollte das? Kannst du mich mal bitte nicht belasten mit diesen Menschen? Ich frag mich einfach nur, was es soll. Ich meine, du wirfst ihm was vor, was du auch getan hast. Ich meine, keine Ahnung, du... Warte, Digga. Wie kannst was du... Was willst du jetzt von mir? Ich will dir mit Menschen reden, Alter. Mir ist es egal, ich will nur ein bisschen ins Gewissen reden. Und zwar aus dem Grund, wie du Diego behandelst, ist scheiße. Ach, Diego war das scheiße? Ja, ich weiß, was er gemacht hat, das ist scheiße, aber du hast dasselbe schon mal gemacht, oder nicht? Also, sorry, wenn ich da jetzt wieder drauf rumreite, aber du hast exakt dasselbe gemacht. Also, wie kannst du ihn dafür verurteilen? Finde ich meiner Meinung nach nicht okay. Und mach es besser, als ich es getan habe. Ich bin damit umgegangen, hab dir in die Eier getreten, war sauer auf dich und was war das? Scheiße. Mach es besser und geh mit Diego richtig um. Weil der Junge ist wirklich verliebt. Ich glaub ihm das. Und gegen Liebe kann man einfach mal nichts machen. Und was man nicht vergessen darf, darüber hat noch keiner von uns nachgedacht. Stella, die hat den ganzen Trouble hier reingebracht. Die war am Anfang bei mir. Danach ist es zu dir. Danach ist es zu Diego. Und untereinander haben wir den fettesten Streit. Wegen der Frau. Wegen Stella. Diego und du, ihr seid schon so lange Freunde. Ich will es nicht riskieren. Freundschaft zu verlieren wegen der. Oh. War's das? Ja, mach draus, was du willst. Psst. Was weiß Olli schon? Diego? Was ist denn du hier drin? Weinst du? Hallo? Danke. Danke, dass du da bist. Was passiert? Kevin? Ich war bei ihm im Kiosk. Er hat mich rausgeschmissen. Und ich habe Hausverbote. Na gut, dass er sauer ist, das war ja irgendwie klar, aber...
Deswegen weinst du doch nicht, oder? Der beruhigt sich schon wieder. Schatz. Hm? Wir beide. Ja? Wir haben kein Zuhause mehr. Er schmeißt uns raus. Was? Ich hab schon geschaut, aber... Warte mal. Aber ich meine, okay, wenn ich erstmal ausziehen soll, bis er sich beruhigt hat, dann kann ich das ja irgendwo noch ein bisschen verstehen. Aber ich meine, wohnst du nicht schon seit Anfang an hier mit ihm? Nicht wirklich. Vielleicht... Ich meine, Junge, der ist eh so sauer im Moment. Vielleicht hat er das auch einfach nur... so gesagt. Lass mich mal nochmal mit ihm sprechen. Weißt du, dieser Mann, er nimmt mir nicht nur die Freundschaft mit ihm, sondern auch uns da zu Hause. Kann ich kurz für mich haben? Ja, klar. Sag, wenn du was ist, ja? Ehrlich, das kann doch nicht Kevins Ernst sein. Es muss eine andere Lösung geben. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit ihm sprechen. Ich gucke mir doch nicht an, wie Diego hier sitzt und drunter leidet. Ich weiß eigentlich, dass das Pommes-Schranke heißt. Weißt du, wegen was? Wegen der Bahnschranke. Die ist doch auch rot-weiß gestreift. Guck. Ja. Rot und weiß. Wenn die Schranke so... Pommes egal, wie der Teil ist, das schmeckt auf jeden Fall geil. So. Hi, Stella. Ja, hallo. Oh-oh. Kevin, ich möchte gerne mal mit dir sprechen. Ach, du bist wegen ihm hier. Ja, bestimmt okay. Nicht wegen dir. Oh, boah. Oh. Ja, dann sprich doch. Hey, ich frag mich einfach, was das alles von dir soll. Man, entschuldige mal, du bist derjenige, der mich von Anfang an belogen hat. Und du hast mich durch deine Lügen verloren. So, und jetzt machst du Diego dein bester Freund dafür so übelst fertig. Fass dir doch mal an die eigene Nase. Du bist doch überhaupt nicht ein Stück besser. Und du weißt ganz genau, dass ich mich in den Mann verliebt habe, der mir diese Briefe geschrieben hat. Und das warst eben nicht du, sondern das war Diego. Weißt du was, dass ich ausziehen soll, damit wieder Frieden herrscht? Okay, das kann ich verstehen. Aber du kannst doch nicht deinen besten Freund, mit dem du seit keine Ahnung wie viele Jahren zusammen wohnst, aus der Wohnung schmeißen. Ist das denn ernst? Weißt du, wie der da sitzt? Das ist mir doch egal. Ja, ist dir egal. Ja, sonst redest du doch nicht mit mir. Ach so. Das kann man nicht alleine machen oder sowas. Doch, kann man. Es tut mir leid. Aber guck mal, der sitzt da, der ist komplett fertig. Glaubst du, der macht das mit Absicht? Kevin, ich habe mir das auch nicht ausgesucht, wie das gelaufen ist. Und glaub mir, es tut mir wirklich auch leid, wie das abgelaufen ist. Aber trotzdem sitzt da dein bester Freund zu Hause und der kommt gar nicht klar. Der ist zutiefst traurig. Du kannst ihn noch nicht rauswerfen. Denk mal drüber nach, du bist auch kein Engel, was du hier gemacht hast in den letzten Wochen. Keine Ahnung, denk einfach mal drüber nach. Das war's? Das war's. Kurz Moment. Kevin, ja klar. Ja. Diego ist gerade nicht da und deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, ich sag's dir einfach nur persönlich. Ja, klar. Ja, was du im Kiosk zu mir gesagt hast, das habe ich so vernommen. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe auch über einige Dinge über mich selbst drüber nachgedacht, weil ich glaube, so, wenn man sich so selbst mal Sachen eingesteht, ist glaube ich ganz gut. Und das, was ich getan habe, wie ich da ausgerastet bin, jetzt auch in diesem Zeitraum, was halt einfach vorgefallen ist, wie das mit uns entstanden ist, das war halt einfach, ja, eigentlich nicht besser als das, was Olli gemacht hat, sozusagen. Und ich fühle mich da scheiße, nennt sich deswegen dafür, also dafür würde ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Und ja, das wollte ich halt persönlich sagen. Und deswegen sorry dafür. Das ist, ja. Ne? Danke, ich weiß das wirklich. Nee, brauchst du es nicht. Also ich kann, also es ist so, es war alles gut. Du hast jetzt Gefühle für Theo und ist auch in Ordnung. Wenn es so ist und ihr beide happy werdet, dann ist es schön und dann freue ich mich da und
Also, ich habe auch noch Gefühle für dich, sag ich dir ganz ehrlich. Kevin, du bist mir auch nicht egal. Und es tut mir auch alles mega leid. Ich wollte einfach nur, dass du das weißt. Ja. Weißt du, ich möchte auch nicht, dass es irgendwie so... Kannst du mir nicht so nahe kommen, bitte? Entschuldigung. Ja. Es ist jetzt ja, es ist auch falsch, wenn wir jetzt noch länger drüber reden. Ich hau ab, ich gehe weg, ich bin erstmal raus hier aus der WG, weil ich das einfach nicht ertragen kann mit Theo, dass wenn jeder rumturtelt und sowas, das muss man auch verstehen, das muss man auch respektieren. Ich brauche erstmal meinen Abstand auch einfach. Ja klar, aber was meinst du damit? Ich gehe in den Kiosk, alles gut. Und es wäre schön, wenn Theo das auch noch sagen könnte. Du kannst nicht im Kiosk schlafen. Ist ja alles gut, ich mach das schon. Und es wäre cool, wenn du Theo Bescheid sagst, okay? Dann kannst du ihm Bescheid sagen. Weil ich kann ihm das nicht direkt ins Gesicht sagen, weil ich bin einfach, es ist einfach, es schmerzt einfach, okay? Ist gut, ich verstehe es. Dann packe ich mal wieder meine Sachen. Ich hier gerade eine Sache zum zweiten Mal in Déjà-vu. Warst du nicht Freitag schon hier? Was machst du hier? Ziehst du hier ein? Sag mal, hattest du bedeuten, dass du irgendwie rausgeflogen bist aus deiner WG? Oder wollen Stella und die wohl nicht mehr da haben? Oder was ist jetzt los? Mann, ich weiß, wie scheiße so eine Situation ist. Ich hab dasselbe gehabt. Weißt du, was ich mir da gewünscht hätte? Ich hätte mir gewünscht, da einen Freund zu haben. Ha, aber mein bester Freund, der war nicht da. Ja. Ich wünsche dir was. Ah. Wo warst du so lange? Ich war im Park. Frische Gedanken tanken. Das ist gut. Ey, hier ist echt viel passiert in der Zeit, wo du nicht da warst. Ist das gut oder ist das schlecht? Du musst mir schon sagen, was hier gelaufen ist. Gott. Das Gute, wir müssen nicht ausziehen. Wie bitte? Ja. Hast du geschafft? Wie? Also pass auf, ich habe hier mit Kevin geredet im Kiosk und danach war er nochmal hier und hat mit mir gesprochen und hat halt quasi auch gesagt, dass es ihm leid tut, dass er auch weiß, dass er kein Anrecht auf mich hat und dass er uns halt auch nicht ewig lange böse sein kann, wie es halt gelaufen ist. Er aber trotzdem sich das hier nicht weiter anschauen kann und deswegen ist er erstmal in den Kiosk gezogen. Also er ist schon weg. Ganz ehrlich, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Wie kann, also mit eurer Freundschaft und alles, vielleicht ist das irgendwie doch nicht das Richtige mit der Beziehung, wenn das einfach so viel aufs Spiel gesetzt hat. Stella, das mit uns, darüber müssen wir nicht reden. Das ist klar wie Kloßbrühe. Zu 101% liebe ich dich. Und endlich. Ich kann nur sagen, dass ich froh darüber bin, dass Kevin zur Einsicht gekommen ist. Ja. Mit der Konsequenz jetzt ausgezogen zu sein, okay? Ja, erstmal. Wer weiß. Eventuell läuft das Leben wieder hier durch die WG. Das Lachen. Freundschaft. Und wir schauen uns alle an und denken einfach nur, was war das? Ja, vielleicht braucht er einfach nur Zeit. Hauptsache, Kevin ist irgendwann wieder mein bester Freund.